so der Hammer. Echt einfach nur der Hammer. Ich zeig's euch. Schaut euch das an, wie die Austernseitlinge nochmal gewachsen sind. Also das war letzten Freitag, ja, hier meine Ernteschnitte. Da waren die noch ja, fingernagelgroß. Und jetzt schaut an, was das sind richtig schöne große Pilze geworden. Hammer, Hammer, Hammer. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Naja, auf jeden Fall sagen in dem Sinn, ich werde mir die jetzt auch wieder für Freitag aufheben. Habe jetzt auch noch dauernd wieder kein Körbchen dabei, aber ja, da können die Kleinen noch ein bisschen wachsen und ja, ich freue mich einfach nur mega cool. Super, einfach nur super. Ja, man steht da vorne, man schaut es einfach so gern an. Also man freut sich einfach allein schon über den Fund jetzt gerade und in dem Zustand, wo die sind. Einfach nur mega genial das Ganze. Ja, man kann das eigentlich schon fast nicht mehr satt sehen momentan. Halt, ein bisschen dunkel, so jetzt. Also die sind unten unter wirklich einer perfekt, super Zustand, ideal. Und natürlich darf man jetzt auch nochmal einen schnellen Blick zu den, ja, jetzt doch durchaus in Mitleidenschaft gezogenen Sandfußrüblingen stecken. Aber wer auch wieder voll aufgequollen und frisch geworden ist, das sind die Judasohren. Die waren jetzt ja letzten Freitag ziemlich vertrocknet schon, da habe ich jetzt bewusst die Finger davon gelassen. Und auch die auf der anderen Seite sind jetzt wieder, ja, fluffig aufgequollen. Ja, mal schauen, ob wir die am Freitag dann vielleicht auch noch mitnehmen. Und in dem Sinn wünsche ich euch schon wieder einen schönen Abend und viel Spannung und Vorfreude bis Freitag. Servus!